Futsal oder Fußball? Der 20-Jährige ist verrückt nach dem runden Leder. Dabei spielt für ihn der FC Deisenhofen eine ganz besondere Rolle. Wurde 2019 sogar mit dem FCD deutscher U19-Futsalmeister. Der DFB-Nationalspieler und gelernte Physiotherapeut ist aber weiterhin hungrig nach mehr und hat noch so einiges vor. Wieso der FCD so besonders ist, was Futsal ihm bedeutet und über vieles mehr werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, David Lukas. Servus. Kommen wir mal zu dieser bisherigen Saison zu sprechen. Ihr seid als Aufsteigermannschaft überraschend, könnte man sagen, auf dem Relegationsplatz. Natürlich verlängerte Saison. Wie bewertest du jetzt die Saison im Endeffekt? Ich bewerte sie als sehr gut. Also ich glaube, keiner hätte gedacht, dass wir als Aufsteiger da oben mitspielen können. Klar gehört im Fußball auch immer Glück dazu. Wer die Tore macht, gewinnt im Endeffekt. So ist es. Aber das hätte, glaube ich, keiner uns auch zugetraut, dass wir da oben mitspielen können. Und man sieht es ja auch bei Wasserburg, die auch aufgestiegen sind und auch direkt eine gute Rolle spielen. Also ich glaube, dass da die Mannschaften, die sehr spielerisch agieren, auch in der Landesliga schon, in der Bayernliga gar nicht so einen schweren Standpunkt haben. Da du einfach echte wenig Mannschaften hast, die dann aber auch den Fußball so richtig mitspielen können. Was macht euch denn als Team nochmal aus? Ihr seid wie im Wasserburg jetzt auch nicht mit einem riesigen Etat gesegnet. Was macht euch als Team aus? Nee, wir sind, weil wenn man auch auf die Transfers schaut, es sind keine Neuzugänge, wir sind immer, also seit Jahren eigentlich schon der eine Kern. Jetzt sind halt 4, 5 Jugendspieler letzten Jahres mit mir auch hochgekommen und das hat sich so beigehalten, das hat sich einfach voll gefestigt und du weißt halt, was dein Nebenmann macht und deswegen spielt sich das einfach auch so ein. Kommen wir nochmal zum, glaube ich, größten Highlight bisher, auch aus Deisenhofener Sicht. 2019 gewinnt ihr auch überraschend die deutsche U19-Hallenmeisterschaft, der größte Erfolg in der Deisenhofener Futsalgeschichte, könnte man sagen. Erzähl uns doch so ein bisschen mal von dem Turnier. Ihr wart ja eigentlich Underdog und seid auch mehr oder weniger zum Spaß hingefahren, wolltet erstmal sehen, was geht. Und am Ende nehmt ihr den Pott damit nach Hause. Was war das eigentlich für eine Wahnsinnsgeschichte? Das ist eine Geschichte, die werde ich auch meinen Kindern erzählen, absolut, weil das fing von klein auf, waren so ein kleiner Kern, zwei, drei Leute kannten Futsal, haben Futsal gespielt. Ich glaube, es war ich, mein Bruder, der Michi Lorov, wir waren so, glaube, und Gianluca Dötsch damals noch, die so ein bisschen schon, und Maxim Schneiker, die da so ein bisschen auch in Futsal in der Herrenmannschaft schon reingeschnuppert haben und mitgekickt haben. Und ja, dann haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall die Hallenmeisterschaften spielen und dann eine gute Mannschaft kreieren. Und dann haben wir auch mal so ein kleines Training gemacht und geschaut, wer denn passen würde. Und dann sind wir echt zu den ersten Turnieren gefahren und erstmal so geguckt, ja, schauen wir mal, was geht. Und es hat sich aber dann schnell auch ein guter Kern gefestigt, die dann immer mitgefahren, die auch immer dabei waren, immer mitgefahren sind. Und dann hat sich das echt so eingespielt. Und dann bist du. Auf einmal gewinnst du da die Oberbayerische, dann fährst du zur Bayerischen, dann gewinnst du die Süddeutsche und dann stehst du schon da bei der Deutschen. Das war, also die Bayerische war auch damals, wo wir dann kurz vor Schluss noch gegen Greuther Fürth, wo ich dann kurz vor Schluss noch das 2-1 schieße, sonst wären wir auch raus gewesen. Aber wir hatten einfach dann echt immens Glück, in Unterzahl das letzte Spiel noch gespielt und gewonnen. Es war Glück dabei, aber es war auch irgendwo, wir waren so geil drauf, die Spiele dann auch zu gewinnen und als Team, wir hatten so eine Verbindung, auch mit dem Trainerteam und allem, das war wahnsinnig, wir haben Spaß gehabt, wir wussten aber auch direkt, wann wir hören müssen und uns fokussieren müssen und das war echt der wahnsinnig, dann auf der Süddeutschen, wo wir dann im Halbfinale gewonnen haben und dann wusstest du bist für die Deutsche qualifiziert, war zwar im Nachhinein dumm, dass wir schon gefeiert haben und dann das Finale der Süddeutschen verloren haben. Aber wir haben uns dann, wie gesagt, in der deutschen Nummer gerecht, genau beim gleichen Gegner. Vor knapp 2 Jahren hast du bei uns im Interview gesagt, dein größter Traum wäre es, für das DFB-Nationalteam zu spielen. Jetzt diesen Sommer ist es tatsächlich wahr geworden. Du hast auch gerade den Trainingsanzug an. Wie ist das Ganze abgelaufen? Wie hast du von deiner Nominierung erfahren? Da muss man zurückspielen. Wir hatten ja die Landesauswahlturniere. Da habe ich ja für Bayern gegen die anderen Bundesländer mitgespielt und da sind wir auch Landesmeister geworden. Und dann wurde ich schon mal in den 25-Mann-Kader auf jeden Fall reingeschrieben. Einfach nur so. Das war einfach nur, dass ich mal draufstehe und das auch eventuell. Aber ich stand halt erstmal drauf, haben die Trainer auch dann erstmal gesagt, dass einfach nur, dass ich mal draufstehe und schon mal
die Wertschätzung so bekomme, dass ich ein gutes Turnier damals gespielt habe. Und dann, ja, ich weiß noch ganz genau, ich war in Kroatien, ich war im Urlaub. Und dann schreiben mir schon, habe ich mit Michi Lorov immer geschrieben, weil der auch echt heiß drauf war als Keeper da. Der hat ja U19 Nationalmannschaft Futsal schon gespielt und hat sich da echt erhofft, reinzukommen. Und auf einmal, der hat jeden Tag trainiert und alles. Und ich war im Urlaub, habe mir das schön mal was gegönnt. Und dann auf einmal kriege ich so ein paar Nachrichten von ihm und ich dachte mir, ja, was ist das? Ja, schreibt er nur. Hat er mir die DFB-Seite geschickt und hat geschrieben, Junge, jetzt kannst du anfangen zu trainieren. Und dann bin ich halt draufgegangen und dann habe ich gesehen, dass ich mit dem Kader gestanden bin und bin dann auch vorzeitig aus dem Kroatien-Urlaub abgereist. Deswegen. Ich bedanke mich auf alle Fälle für das Interview. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Zuschauern, dass ihr so fleißig dieses Jahr dabei wart. Dann bis dann. Bis Servus, dann. ciao, pfiat Ciao, euch. ciao.